angekommen vor dem Dubai-Museum. Ich bin gerade von der U-Bahn ausgestiegen und dann hat mir ein netter junger Mann angeredet und hat gefragt, ob er mit mir Selfie machen kann. Wegen dem Hut. Und ich war so perplex und so, nicht erschrocken, aber erstaunt, dass sie sofort ja gesagt hat und dann sind wir ins Reden gekommen und ich war sowieso ein bisschen verwirrt, also verirrt eher. Dann hat er mich zum Dubai-Museum gebracht, was eigentlich nur die Straße runter war. Aber jetzt bin ich da und jetzt geht's gleich da rein und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie Dubai vor x Jahren ausgeschaut hat, eine kleine Zeitreise, wie sie aus der Wüste diese Metropole und diese Fantasiestadt entwickelt hat. So viel zum Thema. Ja. Leider kann ich heute nicht mehr rein. Also wir gehen gerade da durch ein paar Gassen durch und gehen zum Wasser und fahren dann mit dem Wassertaxi auf die andere Seite. Das ist echt viel los jetzt da. Hätte man das nicht so vorgestellt. Ganz viele Holzboote, die da übersetzen. Schwuppdiwupps und einen Dirham später sind wir auf der anderen Seite. Fazit: Skifahren in Dubai ist unerwarteterweise echt super gewesen. Das Dubai-Museum war ja dann leider zu und ja, die Souks waren auch eher ja, geschlossen und die Straßen waren menschenleer. Das ist sehr schade, aber ich weiß, ich muss definitiv wieder mal nach Dubai kommen. So schaut es also aus bei mir. Ich habe gerade gepackt, alles schon vorbereitet für morgen, weil ich um kurz vor 2 in der Früh aufstehen muss. Ja, und dann geht's zum Flughafen und dann geht's weiter Richtung Kenia.